herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Outdoor Illner, das bin ich. Und was tue ich? In dieser Folge widme ich mich der letzten Aufgabe der 6 Fernpostaufgaben, die mir gestellt wurden. Und ich bin schon einigermaßen gespannt, was es mit der letzten Aufgabe auf sich hat. Wird das Geheimnis, wer mir die Aufgaben gestellt hat, gelüftet? Oder werde ich gegrüftet? Also umgebracht von einer Paketbombe? Na, wahrscheinlich nicht. Sonst wäre es schon explodiert. Sind das hier Milzbranderreger? Bisschen grob dafür. Gut, dass ich eine Mülltüte dabei habe. Boah. Vogelhäuschen, aber ich habe doch schon in der letzten Folge ein Vogelhäuschen gebaut. Aufgabe 6. Fleisch und Geflügel. Es wird mal wieder Zeit, ein Happen zu essen. Da kommt eine neue Folge von Outdoor Illners Gourmet-Küche gerade recht. In den letzten Episoden hast du uns hoffentlich gezeigt, wie man das ein oder andere Gericht ganz unkompliziert zubereiten kann und wie herrlich es mundet. Ja, ihr seid Zeug. Hoffe ich zumindest. Außer vielleicht, das ist das erste Video, das ihr guckt, dann müsst ihr die anderen halt später gucken. Ja, aber gilt es nachzuholen, das ist klar. Allerdings stellt besonders das Finden von Nahrung für die weniger survivenden Leute eine große Herausforderung dar. Ja, davon kann ich ein Lied singen. Die sind ohne Supermarkt aufgeschmissen, die Heinis. Zwar hast du den Zuschauern hoffentlich schon gezeigt, wie man ein paar Eier ergattern kann, aber davon kann man ja auf Dauer nicht überleben. Ein ganzer Mann braucht Fleisch. Zeige in deinem nächsten Video, wie man sich mit Fleisch und Geflügel versorgt. Geflügel. Einen Vogel oder ganze Schwärme anzulocken sollte mit einem Vogelhäuschen, wie du es gebaut hast, hoffentlich ein leichtes sein. Damit du deine gefiederten Freunde nicht verschreckst, kannst du einige mit diesem gekauften Mist anlocken. Hier, damit die denken, oh, das war nur ein harmloser Chinese, der das gebaut hat. Der tut mir nichts. Doch wie fängt man einen Vogel? Mit einem Netz? Köcher? Einem Sack? Oder doch einem Käfig? Und was dann? Ersäufen oder erschlagen? Fleisch! Ein Dachs oder ein tollwütiger Fuchs schmecken hervorragend. Ja, aber ein tollwütiger Fuchs ist kein Genuss ohne Reue. So viel ist klar. Nur wo findet man diese und wie erlegt man sie? Wartet man mit einer Keule vor dem Bau, um das Tier in Notwehr zu erschlagen? Oder räuchert man den Bau besser aus? Ja, das ist die letzte Aufgabe und es ist eine sehr schwierige Aufgabe. Nicht vom reinen Tun her, aber vom es sich zurechtbiegen, so dass es ins Gesetz passt. Hier steht ja schon, das Tier in Notwehr zu erschlagen. Ja, das ist ein bisschen schwierig, wenn man dazu aufgefordert wurde. Denn dann ist das Notwehrplanung, das ist jetzt kein Rechtsterminus, aber... Weil es hört auf, Notwehr zu sein, wenn man vorhatte, zu überleben. Also das Gesetz ist da ein bisschen, wie soll man sagen, hochgradig debil. Also muss ich das mal wieder alles simulieren, aber so, dass es dem Zuschauer nach Möglichkeit nicht auffällt. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an mit den lieben Vöglein und stellen dieses Häuschen hier zu meinem selbstgebauten. So entsteht nämlich der Eindruck, dass da ganz schön was gebacken wäre und das lockt Vögel an. Dann habe ich noch hier die Fake-Eier vom Frühstück. Die lege ich auch dazu und zwar signalisiert das den Vögeln, hier wird gefickt. Darauf stehen die. So. Alles klar, lege ich einfach dahin. Ficken allein lockt die aber auch noch nicht hinterm Ofen hervor. Worauf die Brüder auch noch stehen, ist Saufen. Da ich aber keinen Schnaps zu opfern bereit bin, werde ich jetzt einfach hier so lustige kleine Party-Schirmchen aufstellen. Und dann denken die Vögel, ja, da wird Sangria aus dem Eimer getrunken. Ne? Und dann kommen die, gar kein Problem. Das ist schon perfekt. Eigentlich. Hier steht ja auch mein Vogel-Dummy, der lockt auch Vögel an.
die einfach Bock haben, sich mit dem mal zu unterhalten über irgendwas. Nur so ein hirnloses Gezwitscher wahrscheinlich. Wie dem auch sei, ich nehme den jetzt mal weg, denn in der Realität wäre da ja erstmal auch kein Vogel. Die muss man jetzt anlocken, die Piepmätzchen. Was tut man mit hier so einer leeren Flasche? Letztes Mal hatte ich Karlskrone dabei, damit hat das nicht funktioniert. Aber mit der Flasche geht das tipptopp. Das ist ein Vogel-Universal-Lockruf, weil das bedeutet auch, hier wird gefeiert. Na, also wird schon eine Flasche leer gesoffen, mit der wird jetzt Spürkes gemacht. Darauf stehen die Viecher. Ich meine, warum gibt es denn Vogeltränken? Hm? Ja, na, ja, gut, jetzt werdet ihr vielleicht sagen, aber da ist doch nur Wasser drin. Ja, das liegt daran, dass die von alten Omas aufgestellt werden und die saufen den Obstler lieber selber. Aber eigentlich ist der Vogel nicht anders als jedes andere Tier. Wenn du dem sagst, willst du hier ein Mineralwasser oder Stoff, dann wird er sich nicht für die grenzdebile Mineralwassersache entscheiden. Das ist so ein Charakteristikum des Menschen, dass es da Leute gibt, die nicht saufen. In der Natur kommt sowas eigentlich nicht vor. Gut. Im Ernstfall wird man das jetzt so 6 Stunden lang machen und dann sollte der erste Piepmatz aber wirklich langsam in die Falle gegangen sein. Also, ich setze jetzt mal wieder den Dummy dahin, ne? Wenn der gekommen ist, da holt man hier so eine Schleuder. Das kann auch eine klassische sein. Das hier ist so eine Taschenschleuder. Die hat einige taktische Vorteile bei der friedlichen Sportausübung. Nimmt sich einfach so einen Stein, wie man sie im Wald zu Millionen findet. Und dann anvisieren und tschüss. Ja, ich habe es nicht getroffen. Der Vogel konnte sich in Sicherheit bringen. Ich bin ein hervorragender Schütze, aber so Steine, die sind halt nicht so richtig aerodynamisch. Man weiß nie, wie die sich im Flug verhalten. Das muss man herausfinden. Gut, der ging auch daneben. Deswegen sollte man sich immer mehrere Steine mitnehmen. Jawoll! 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 Das überlebt kein Vogel. Also selbst der Harpie oder Nazgul. Okay, da wird's happig. Moment, sind die Nazgul die Viecher, auf denen die Typen fliegen? Oder sind das die Typen, die auf den Viechern fliegen? Ist mir egal. Dem Vogel ist jetzt auch alles egal. Wie man sieht, hat es dem die Augen rausgehauen. Welch bittere Ironie, denn Vögel picken ja selber ganz gerne Augen aus. Ist ein bisschen schade, oder wäre schade, wenn es ein echter Vogel wäre, denn die Augen, sagen manche, sind das Leckerste am Vogel. Ich sag Blödsinn, die McNuggets sind das Beste am Vogel. Aber nicht von McDonald's, sondern natürlich aus der Natur. Das ist ein Riesenunterschied. Dann heißen sie auch nicht mehr McNuggets und auch nicht mehr Nuggets, sondern egal, zum Kochen komme ich später. Jetzt müssen wir das Fleisch besorgen. Und da habe ich was vorbereitet. Ja, ihr erkennt es wahrscheinlich wieder. Das ist ja eine Falle, die ich mal aufgestellt habe. Allerdings eine legale Falle, die gar keine ist. Jedenfalls werde ich versuchen, die auszulösen oder die Auslösung zumindest zu simulieren. Aber eins fehlt noch und das ist der Köder. Und dafür nimmt man am allerbesten mein Geheimtipp an euch, Katzenfutter. Nun, warum Katzenfutter? Ganz klar wegen den Jägern. Denn wenn man hier, sagen wir mal, Schappi-Rehhappen auslegen würde und ein Jäger käme, dann würde er sagen, du mieses wilderer Schwein, und dich über den Haufen schießen. Während wenn du Hauskatzen im Wald jagst, legal mag das nicht sein. Doch wo kein Kläger, da kein Richter, ne? Hauskatzenbesitzer treiben sich eigentlich nicht so oft im Wald herum. Jäger schon,
Und wenn die eine Hauskatze hier im Wald sehen, erschießen die selbst, ja, können aber mit der nicht viel anfangen. Also die können die sich nicht an die Wand hängen oder so. Deswegen sind die nicht sauer, wenn man die selbst platt macht und frisst. Die werden das komisch finden, wie die meisten Menschen. Aber ich glaube nicht, dass die dir irgendeinen Ärger machen werden dafür. Nee, glaube ich nicht. Ja, yeah, ich weiß, was ihr jetzt sagen werdet. Aber diese Jagd, die ist doch sowieso für den Ernstfall gedacht, wenn die Gesetze gar nicht mehr gelten. Ja, stimmt. Aber ich habe den Verdacht, dass die Jäger im Ernstfall zu so einer Art Reichsbürgerwehr des Waldes werden. Das heißt, man kann die dann lange sagen, hör mal zu, die Gesetze sind de facto nicht mehr in Kraft. Die werden trotzdem noch sagen, Wilderer! Und dich erschießen, ja, weil es sind halt Deutsche und die halten sich immer an irgendein Gesetz. Und wenn sie sich aus den Rippen schneiden müssen. Gut, der Köder ist jetzt irgendwo da platziert. Nicht wirklich, aber tun wir halt mal so. Und jetzt werde ich die Falle auslösen. Im Ernstfall dürfte man das natürlich erst machen, wenn die Katze drunter gelaufen ist und am Köder frisst. Leg mal los. Jo, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, warum ich damals aufgehört habe. Aber ich würde sagen, ich habe jetzt ein neues Messer. Das ist ein bisschen schwerer als das alte. Damit wird das schon gehen. Ist halt laut. Ja, geht nicht schlecht. Also, deswegen habe ich das nicht weitergemacht, weil das unmöglich ist. Aber die Kettensäge hatte ich damals nicht ausprobiert, oder? Mit der muss ich gehen. Jetzt kommen wir wieder hoch, die ganze Scheiße hier. Jetzt erinnere ich mich wieder. Oh. Kein Problem. Ja. Was allerdings ein Problem ist, das Ding ist noch immer nicht runtergefallen. Vielleicht kann ich das zurückziehen. Und so fällt es dann runter. Mal schauen. Ist stabil, die Kettensäge hier. Muss man schon sagen. So, und hier wäre jetzt das Kätzchen erschlagen worden. Für mich ist gar nichts unmöglich. Da ist er, der gepelzte Parasit. Wie man sieht, ist er noch nicht tot, klemmt auch nicht unter dem Baum, sondern er ist schon rausgekrochen. Also das Vieh ist noch wehrhaft und gefährlich. Nun, ist aber kein so großes Ding. Man holt sich einfach einen Knüppel. Zack, zack, zack. Und jetzt ganz wichtig am Schwanz greifen. Hui! Das ist natürlich noch brandgefährlich. Aber am Schwanz gegriffen ist dem Monster der Zahn gezogen quasi. Und jetzt, so, mit dem Kopf irgendwo gegenschleudern. Mehrmals heftig. Ja. Und dann einfach gucken, ob es noch lebt. Dann nehmen wir mal mit dem Messer reinpiekst. So, hier, zack. Na, keine Reaktion. Das Viech ist tot. Zeitpunkt des Todes, irgendwann. Und Zeitort im Wald. Nee, Moment mal. Zeitort. Naja. Ich will nicht heideggerianisch werden an dieser Stelle. Ich lasse es damit bewenden, dass ich ja wohl ausreichend bewiesen habe,
das absolut möglich ist, mit sehr geringem Kraftaufwand ein Kätzchen zu fangen und zu massakrieren. Und jetzt zeige ich euch zu Hause in meinem Garten, wie man Katze und Vogel zubereitet. Ne? Will auch gelernt sein. Jetzt will Outdoor-Ene euch das zeigen. Jetzt. Da hat er euch wohl wieder kräftig verarscht. Nein, ihr werdet es in der nächsten Folge erleben, wie Outdoor-Ene das erlegte Wild zubereitet. Diese Folge wird ausweiderisch, deliziös und explosiv! Denn beim Jagen und Braten gilt dieselbe Maxime, die immer gilt in der Natur und sonst überall auch. Überlebt oder stirbt! Jawoll! Fuck!